Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders Genesis. In der letzten Folge hatten wir ja dieses eine gigantische Level hier abgeschlossen gehabt, und zwar der Hort. Vielleicht seht ihr es gerade, ich habe die Quests eingelöst, habe hier die Kreaturen neu belegt, sage ich mal. Hier, ich bräuchte da einen. So ein Schwert-Fuzzi. Und hab das zweite Level nochmal gemacht gehabt. Hab da die Quests abgeschlossen. Hab hier ein paar. Wie heißen die? Moment. So, dieses Kreaturenpaket Feuer und Eis geholt gehabt. Normal. Passt bitte auf euch auf. Ich glaube so 5, 6 Stück oder so. Und ja. Dadurch sind jetzt ein paar Kreaturenkerne dann auf Stufe 2 gekommen, so wie hier, hier. Dann muss ich die einfach umplatzieren, weil hier unten, unter den Kugeln, habe ich gar nicht gesehen, stehen die Level. Und zwar, welche Level genutzt werden. Hier zum Beispiel dieser Schattenhexer ist Level 2, aber ich kann hier bis zu Level 3 reinmachen. Wenn ich den aber hier reinmachen würde, wo eh ein Level 1 Vieh drin ist, macht es keinen Sinn. Deswegen habe ich die dann immer getauscht. Hat schon eine gewisse Zeit gedauert. So. Timer habe ich vergessen zu stellen. Verdammt. So. Und ich habe, wie gesagt, hier das zweite Level, die Schlackegrube, gemacht. Ich glaube, ich habe nichts Besonderes gefunden. Mir fehlt hier die besondere Fähigkeit, violette Sachen in die Luft zu sprengen, glaube ich. Naja, hier habe ich nicht geguckt. Oder? Ja. Naja, wir machen mal einfach weiter. Hier dieses Mammon-Level. Ui. Okay, jetzt bin ich nicht ausgewichen, weil ich dachte, wenn da schon eine Kugel rauskommt, hallo? Mammons Kammer. Strecker des Rachs. Glaubst du, du kannst uns kaufen mit diesen wertlosen... Oh. Okay, hättest mich fast. Oder warte! Wir hätten ihn befragen können. Oh, stimmt. Hey, sieh mal, er lebt. Zufrieden? Der Blick von ihm. Das ist also so ein Trickster, ja. Endlich ein echter Kampf. Wie werde ich das genießen? Oh, er hat mich erwischt. Für mich.
Ah, das war das mit den Artefakten zerstören von ihm. Wo sind hier noch Artefakte? Da ist noch ein Artefakt. Da, hier. Also wir sollen ihn einmal besiegen, indem wir alle Artefakte zerstören und einmal gar keins. Also das sind zumindest die Quests. Yay. Was ist los, Mama? Keine Münztricks mehr? Was plant Lucifer? Rede, du kleiner Scheißer. Vielleicht verschonen wir dein Leben. Lucifer hat mir Schätze gezeigt, größer als alles in dieser Welt. Eure Drohung bedeutet gar nichts. Er wollte wohl nicht reden. Schade. Du hättest ihn eh nicht verschont. Tja, aber ein Versuch war's wert. Was ist mit all dem Zeug? Lass es. Samael weiß jetzt von diesem Ort. Hier muss genug sein, um seine Armee 10-mal neu aufzustellen. Können wir damit leben? Tja. Na schön, gehen wir. Aber ein Souvenir nehme ich mit. Das Pferdchen. Boah, ist so gemein. Mann. Oh.
Gewährt jeweils 2% mehr Gesundheit und Zornkugel, Munitionsbeutel und Seelen. Warte, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Einmal die beiden Sachen hier. Warte. Was ist Mammon? Mammon ist Herz. Herz. Gewährt 2% mehr Gesundheit, Zornkugeln, Munitionsbeute und Seelen. Klar nehme ich das mit. Machen wir das da rein. Ist hier noch irgendwas? Nee. Also die Quest mache ich definitiv einmal nochmal, mindestens. Die Reiter haben Mammon besiegt. Also mindestens noch einmal mache ich die Quest. Die ist echt cool, die Quest. Achso, ich konnte irgendwie in die Chaosform nicht wechseln. Warum auch immer. Oh, der hat neue Sachen gekriegt. Viele tolle Dinge für so wenige Seelen. Hier hätte ich erst vielleicht mal gucken sollen, ne? Ja. Ich hätte Trank plus 1 zuerst nehmen sollen. Hehe. Noch mehr Kreaturenkerne. Euch steht viel ich muss leveln. Spaß bevor. Tötet viele. Looten. Nützt uns allen. Da ist ein Buch. War das Buch schon die ganze Zeit da? Wissenseintrag zum Journal hinzugefügt. Was ist das? Eine Leuchtekugel. Ihr seid zurück. Verdammt, ey. Mist. So viel Zeugs ist dazugekommen, ja. Ich handle immer gern. Sobald ich dieses komische violette Zeug in die Luft gesprengt habe, level ich. Mammon ist nicht mehr. Gut gemacht, Reiter. Wir sind nicht deine Henker. Mammons Tod war unvermeidbar. Mhm. Ja, mir ist der Finger ausgerutscht. Ich mag Strife. Der Dämon bekämpfte uns mit Waffen, die aus Eden geraubt wurden. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Lucifer war dort. Mammon und ich waren Rivalen. Ich kann nicht leugnen, dass die Nachricht von seinem tragischen Schicksal mich erfreut. Lasst mich euch entlohnen. Vulgrim hat Luzifers Macht weiterverfolgt. Offenbar hat er noch einen Meister aufgesucht. Gib uns einen Namen. Unser Arrangement sagt euch noch zu? Ihr hattet doch angedeutet, es wäre nicht von Dauer. Wir haben uns schon die Hände schmutzig gemacht. Wozu sie jetzt waschen? Ja. Ein wahres Wort. Luzifers neuester Belial. Ist Belial. Der Verdammte. Diablo. Sein Reich ist schwer zu erreichen. Doch sprecht mit Vulgrim. Er kennt sicher einen Weg. Was er wohl diesmal dafür verlangt? Also ich spiele ja schon jetzt eine gewisse Zeit. Langeweile noch nicht aufgekommen. Seid ihr da? Ich habe die Pfade zu Belials Reich ausgearbeitet. Doch ich habe noch eine Bitte. Wer hätte gedacht? Was für eine Überraschung. Was brauchst du? Sagt Reiter, kennt ihr die Arena? Meinst du das Höllenloch, in dem man fast bis zum Tod kämpft
unvorstellbare Schmerzen erleidet und dann vielleicht, nur vielleicht, mit dem Leben und einem Preis davonkommt? Ja? War noch nie da. Klingt aber wie für mich gemacht. Anscheinend haben die Arenameister einen seltenen Talisman, mit dem ich schneller die Pfade finde, die ich brauche. Die Narren kennen seinen Wert nicht und setzen ihn als Preis aus. Bringt mir den Talisman, dann ermögliche ich euch die Reise in Belials Reich. Das könnte lustig werden. Finde ich auch. Ausnahmsweise stimme ich dir dazu, aber wir sollten uns beeilen. Ja, die eine Tür habe ich immer noch nicht geöffnet, weil mir immer noch eine Trickschüssel gefehlt hat. Lasst euch Zeit. So viele Seelen, so wenige Waren. Oh ja. Münzen sind überall. Haltet die Augen auf. Die Arena kann durch das Schlangentor erreicht werden. Drücke RB. In jedem Grad der Arena bekämpfst du 10 herausfordernde Wellen von Gegnern und erleidest entsprechend deiner Leistung Punkte. Je höher deine Wertung, desto mehr Arena-Belohnung kannst du erhalten. Die Arena-Grade werden bei Abschluss von Story-Kapiteln freigeschaltet und bieten eine Reihe von Kreaturen aus dem jeweiligen Kapitel. Oh! Halte für Infos zu Kreaturen X, um das Infofenster der Kreaturenliste aufzurufen. Schließt du Arena-Grade ab, wird deine höchste Wertung für den Grad gespeichert. Du kannst jeden Grad beliebig oft spielen, um deine Stufenwertung zu erhöhen oder weitere Kreaturkerne sammeln und aufwerten. Öffne Y. Wunderschön. So kann man also die Belohnungen einlösen. Okay. Alle Story-Kapitel und Arena-Grade haben eine empfohlene Kraftstufe. Das hilft dir, die Herausforderung jeder Stufe einzuschätzen. Rüste Kreaturenkerne aus und schalte Aufwertungen frei, um deine Kraftstufe zu erhöhen. Ja, theoretisch könnte ich alle drei machen, ne? Arena, Arena. Ich liebe Arena-Kämpfe. Ich mochte die auch in Star Wars war das. Jedi Fallen Order. Da war der Arena-Kampf auch richtig cool. Vor allem, weil man da entführt wurde und alles drum und dran. Es war cool. Womit kriege ich eigentlich den Multiplikator hoch? Mist, ey. Aber hier gibt es keine Seelenkerne, also die scheinbar nicht. Doch, da!
Ja. Doch, ich habe einen Multiplikator da oben. Der ist höher gegangen. Warum auch immer. Nächste Welle. Letzte Welle. Ah, ich bin wieder hängen geblieben. Ist hier noch ein Gegner? Nö. Ah, oh, hat mich erwischt. Belials Talisman. Ein seltener Talisman. Eigentum von Belial. Riecht etwas merkwürdig. Sprich mit des. Oder dies, oder wie es auch heißt. Eins abgeschlossen. Kehren zurück in die Leere. Cool. Aber bevor wir mit dies sprechen... Glaubt ihr, wir schaffen noch den zweiten? Ohne Probleme? Habe ich eigentlich dafür Seelen bekommen? Ja, Seelen kriege ich auch. Das lohnt sich ja voll, die Arena zu machen. Man kriegt Seelen und Belohnungen. Oh, die halten schon mehr aus. Noch ein Floh.
Wow. Also ich habe meine Probleme mit diesem Vieh hier, ey. Ja, da. Das ist keine Zauberei. Dämonenmagus. Ein Höllenhund, Kern. Oh, ein Legionskern. Wenn es so weitergeht, kriegen wir den bald auf 3. Ah, Mist! Die Magus, die gehen mir echt auf die Nerven. Diese Magus-Viecher, die da. Yeah.
Kommt jetzt die letzte Welle? Ja. Das war cool. Also das hat echt Bock gemacht. Yay. Cool. Jetzt wollte gerade sagen, wir haben ja weniger bekommen wie beim ersten, aber der Multiplikator. Cool. Cool, cool, cool. Ich krieg alles, was in meinem Highscore sich befindet. Ich verstehe. Das heißt, sobald ich den Highscore... Oh, was ist das für ein Highscore? 65.000. Okay. Krass, 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 krass. Ich hätte gewettet, ich habe mehr zerstört, aber ist okay. Ich könnte ein paar Kerne gebrauchen. Wo ist ein Bulgrim? Naja, egal. Wir gucken einfach in der nächsten Folge, was Dis uns zu sagen hat. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es diesmal so ein bisschen Arena-lastig war. Und in der nächsten Folge schauen wir, was Dis uns Schönes erzählt. Und wie es mit der Geschichte weitergeht mit Darksiders Genesis. Vielen herzlichen Dank, falls es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar unten da lassen und falls euch allgemein so gefällt, was ich so mache, natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!